Hallo, ich bin Carsten in Bad Harzburg. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, da hinter mir leicht oder kräftig Wolken verhangen, ist der Brocken zu sehen. Also bin mal wieder in den Harz gefahren, habe ein paar Tage Urlaub und mein Wunsch war es, den Harz mal im Schnee zu erleben. Naja, irgendwer scheint mich erhört zu haben, weil es muss wohl heute Nacht noch geschneit haben. Also hier ist es auf jeden Fall schön weiß. Ja, ich bin vorhin in Bad Harzburg gestartet. Dann war ich am Burgberg und jetzt bin ich auf dem Weg zu den Rabenklippen. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, an den Rabenklippen gibt es ein Luchsgehege. Bin mal gespannt, ob wir bei diesem Wetter heute ein oder zwei von den Pinselohren zu sehen bekommen. Wenn ihr Lust habt, bleibt ihr dran. Ja, eigentlich hat man von hier einen super Blick auf den Brocken. Allerdings kann man im Moment den Gipfel nur erahnen. Ja, es ist recht windig heute. Leider habe ich mein Mikrofonkabel vergessen. Ich hoffe mal, man kann mich trotzdem verstehen. Ich sehe mal zu, dass ich nur dann filme, wo es ein bisschen windstiller ist. Ich muss sagen, macht echt Spaß hier durch den Schnee zu gehen. Auch wenn es nicht viel ist, aber immerhin. Und naja, jetzt sind wir gleich an den Rabenklippen. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir ein paar Luchse zu sehen bekommen. Ja, ich bin jetzt hier auf einer Aussichtsplattform am Luchsgehege. Nur leider ist es den Luchsen wahrscheinlich zu kalt. Hier im Gehege sind, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, sind zwei Höhlen. Und ich denke mal, dass die sich hier in den Höhlen verkrochen haben. Zumindest vor dieser Höhle hier gibt es Katzenspuren. Da gehe ich mal von aus, dass da einer drin ist, aber ich kann es nicht genau sehen. Ja, es ist beschlossen worden, den Luchs, der früher hier im Harz heimisch war, hier wieder anzusiedeln. Und das hat man wohl auch wieder geschafft. Im Jahr 2002 sind dann mal wieder Luchse im Harz in freier Wildbahn geboren worden. Allerdings die Luchse, die hier in den Gehege leben, sind nicht dazu gedacht, ausgebildet zu werden. Einfach dazu da, zum einen, um zu lernen und zu forschen und zum anderen, naja, es ist ein Gehege, also ist es auch ein Zoo.
Ja, und von den Luchsgehegen ist es dann wirklich nicht mehr weit zu den Rabenklippen. Und ich sehe, da vorne ist eine Treppe. Da werde ich gleich mal schauen, ob man da bei dem Schnee auch hochkommt. Aber ich sehe da oben Leute, also scheint es zu gehen.